Hallo zusammen. Heute soll es um Xunzi gehen. Und Xunzi, das ist nach Konfuzius und Mencius der dritte große Konfuzianer der chinesischen Antike. Zugleich ist Xunzi allerdings auch immer sowas wie der Andere. Er ist derjenige, der die andere Seite des Konfuzianismus repräsentiert. Der klassische Konfuzianismus, wie er prägend gewesen ist für die chinesische Geistesgeschichte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, der ist immer dominiert gewesen von Konfuzius und von Mencius. Mencius' Idee von der guten Natur hat sich als die prägende für die ganze weitere Entwicklung des Konfuzianismus erwiesen. Mencius und eben nicht Xunzi wird auch in späterer Zeit dann in den sogenannten vier Büchern kanonisiert. Also neben Konfuzius und noch zwei anderen klassischen Texten des Konfuzianismus ist das Buch Mencius einer der vier zentralen Texte des späteren Konfuzianismus. Xunzi hingegen ist derjenige, der auf der Strecke geblieben ist, sozusagen. Xunzi ist die vernachlässigte Alternative zur Standardposition des Konfuzianismus, wie sie durch Konfuzius und eben Mencius repräsentiert wird. Interessanterweise ist es nun aber so, dass gerade die zeitgenössische westliche Philosophie ein sehr großes Interesse an Xunzi hat und sich deutlich besser mit ihm als mit Mencius identifizieren kann. In vielen Punkten ist sein Denken, Xunzis Denken, nämlich näher dran an uns heute, als das bei Mencius der Fall ist. Er wirkt in vielen Hinsichten durchaus wie der modernste der klassischen chinesischen Philosophen. Xunzi lebte so ungefähr von 300 vor Christus bis 220 vor Christus, also bereits am Ende der Zhou-Dynastie und deutlich später als Mencius. Über sein Leben ist sehr, sehr wenig bekannt. Wir wissen vor allen Dingen, dass er als Gelehrter an der sogenannten Zixia-Akademie gelehrt hat. Diese Zixia-Akademie, das ist so eine Art, man könnte sagen, Universität oder eine Art antiker Think Tank, wenn Sie so wollen, der vom König des Staates Qi eingerichtet worden ist. Dieser König von Qi hatte die Absicht, möglichst viele Gelehrte und Wissenschaftler seiner Zeit an seinem Hof zu versammeln, um da zu diskutieren, sich miteinander auszutauschen und dabei vielleicht die ein oder andere nützliche Erkenntnis im Kampf gegen seine rivalisierenden Staaten zu finden. Viele bedeutende Philosophen dieser Epoche haben an der Zixia-Akademie Zeit verbracht, haben da gelehrt und geforscht und sich mit anderen Philosophen ausgetauscht, aus auch sehr unterschiedlichen Schulen. Zum Beispiel sind da Konfuzianer wie Xunzi vertreten, aber auch daoistische Philosophen, Legalisten, Mohisten, also noch andere Schulen, über die wir später noch sprechen werden. Alle die haben sich da getroffen und haben ihre philosophischen Theorien und Argumente ausgetauscht. Xunzis Werk ist dann auch ganz klar geprägt von diesem philosophischen Austausch mit anderen. Also wir finden in seinem Buch immer wieder die kritische Diskussion von Rückfragen und Einwänden, die ganz offensichtlich aus einem anderen Hintergrund als dem konfuzianischen kommen. Xunzi greift aber im Gegenzug auch oft Gedanken anderer Philosophen auf und wirkt damit über den Konfuzianismus hinaus weit in andere philosophische Strömungen hinein. Beispielsweise ist Han Feize einer der wichtigsten Denker der legalistischen Philosophie, über die wir noch sprechen werden, ein direkter Schüler Xunzis gewesen. Aber dazu werden wir ein andermal mehr hören. Wir haben ein Buch von Xunzi und dieses Buch trägt wie üblich einfach nur den Namen des Verfassers als Titel, also das Buch Xunzi. Das Buch Xunzi ist ein sehr umfangreicher Text, nochmal umfangreicher als das Buch Mencius und es ist ein ganz klar wissenschaftlicher Text. Verfasst ist es als eine Art Sammlung von Traktaten, die oft in Form von Frage und Antwort strukturiert sind und ausführlich auf bestimmte philosophische Diskussionsfragen Antwort geben. Xunzi geht in diesem Text sehr systematisch vor. Also er definiert beispielsweise seine Begriffe, mit denen er operiert zunächst einmal. Er argumentiert dann sehr klar und geht sehr methodisch vor und wirkt überhaupt sehr organisiert und systematisch in seinem Text. Also dieses Buch Xunzi, wenn man sich das anschaut, das hat überhaupt nichts mehr von irgendeiner, sagen wir mal, orientalischen Weisheit oder so etwas, wie man sie in den obskuren Aphorismen des Tao Te Ching oder vielleicht auch noch bei Konfuzius finden kann, sondern dieses Buch Xunzi, das ist definitiv ein wissenschaftlicher, ein sachlicher, ein philosophischer Text. Die chinesische Philosophie hat jetzt also in diesem Stadium gegen Mitte des 3. Jahrhunderts vor Christus einen Grad der Reife erreicht, bei dem absolut nicht mehr zur Diskussion stehen kann, ob es sich da um wissenschaftliche Philosophie handelt oder nicht. Die Frage muss man ganz eindeutig mit Ja beantworten.
Schünzes großes Thema ist nun genau das gleiche wie bei Mencius. Auch sein wichtigstes Thema ist die menschliche Natur. Aber anders als Mencius geht Schünze davon aus, dass die menschliche Natur schlecht ist. Wir erinnern uns, Mencius hat gesagt, der Mensch ist von Natur aus gut. Schünze hält dem genau die Kontraposition entgegen. Nein, der Mensch ist nicht von Natur aus gut, der Mensch ist von Natur aus schlecht. Bei Mencius blieb dieser Naturbegriff allerdings noch relativ vage. Für Mencius heißt Natur so viel wie die natürlichen moralischen Empfindungen des Menschen. Sie erinnern sich an diese guten Gefühle, die zu den Tugenden heranwachsen müssen. Das ist für Mencius Natur. Er blendet dann natürlich dabei die ganzen negativen Aspekte der menschlichen Natur aus, die ja eigentlich auch dazu gehören. Was ist mit Zorn? Was ist mit Aggression und Dummheit? Auch das sind doch eigentlich sehr natürliche Emotionen, die im Menschen auftreten können. Mencius ignoriert das zugunsten seines immer schon moralischen Naturbegriffs. Schünze sieht die Sache anders. Schünze beginnt damit, dass er sich erstmal diesen Naturbegriff selbst vorknöpft. Er gibt eine präzise Definition dessen, was er sich unter Natur vorstellt. Schauen wir mal kurz in seinen Text rein. Zum Naturbegriff sagt er da: Was von Geburt an so ist, wie es ist, heißt Natur. Was entsprechend der Natur von Geburt an vorhanden ist, nämlich das Arbeiten der Sinnesorgane, die ohne Zutun von selbst funktionieren, heißt ebenfalls Natur. Das auf dieser Natur beruhende Lieben und Hassen, Frohsinn und Zorn, Traurigkeit und Freude heißen Gefühle. Wenn Gefühle aufkommen und das Herz zwischen ihnen auswählt, so heißt dies Überlegen. Wenn der Geist überlegt und der Mensch diese Überlegung in die Tat umzusetzen fähig ist, so heißt dies Erarbeiten. Oft überlegen und diese Fähigkeit üben, sodass sich Erfolg einstellt, heißt ebenfalls Erarbeiten. Also hier haben wir eine sorgsam strukturierte, systematisch aufeinander aufbauende Verkettung einzelner Begriffsdefinitionen. Und zunächst fängt Schünze mit dem Naturbegriff an und stimmt Mencius erstmal zu. Ja, Natur ist das, was von selbst so ist, wie es ist. Also Natur ist das Spontane, das Präreflexive, das, was ohne Eingriff von außen, ohne Zutun so ist, wie es ist und einfach so geschieht, wenn Sie so wollen. Dazu zählt jetzt aber für Schünze, und da unterscheidet er sich von Mencius, die Sinnlichkeit oder das Funktionieren der Sinnesorgane und zugleich auch die emotionalen Reaktionen, die diese Sinnlichkeit auslöst. Also Natur, das ist für Schünze die Sinnlichkeit und die Emotionen oder die Wahrnehmung und die Emotionen. Beides ist von vornherein aber nicht moralisch, sondern ja, moralneutral, könnte man sagen. Also nehmen Sie als Beispiel, Sie gehen abends an den Kühlschrank, sehen einen Schokopudding, schnappen sich den, machen ihn auf und essen ihn, ohne drüber nachzudenken. Das wäre ein Beispiel für das, was Schünze sich unter Natur oder natürlichem Verhalten vorstellt. Sie haben bestimmte Wahrnehmung, die lösen bestimmte Emotionen aus und ein bestimmtes Verhalten, das nicht weiter reflektiert wird. Das ist Natur. Moral kommt an dieser Stelle überhaupt nicht vor. Anders als Mencius würde eben Schünze jetzt sagen, die Moral ist in diesem Stadium von Natur überhaupt nicht zu finden. Es gibt allerdings noch, und das ist dann der nächste Schritt in seiner Argumentation, es gibt darüber noch eine andere Instanz oberhalb der Natur. Diese Instanz nennt er Geist oder Herz. Also die wörtliche Übersetzung wäre das Herz, gemeint ist damit die Gesamtheit der kognitiven Fakultäten, also das, was wir wahrscheinlich Geist nennen würden heutzutage. Und dieser Geist kann sich nun einschalten in den natürlichen Verlauf der Dinge. Der Geist reflektiert die Wahrnehmungen und die Emotionen, die im Zusammenhang mit diesen Wahrnehmungen auftauchen und wählt dann die passende Handlung aus. Schünze spricht hier von Überlegen. Überlegen, das heißt ganz einfach ein Urteil fällen. Also in unserem Beispiel sich zu denken, vielleicht sollte ich jetzt besser keinen Schokopudding essen, nachdem ich schon 6 gehabt habe oder so etwas. Und dann entsprechend dem Urteil handeln. Hier spricht Schünze vom Erarbeiten. Erarbeiten auf Chinesisch ist das Wei. Und dieses Wei, das bedeutet so viel wie künstlich, aber auch dann nicht echt oder sogar falsch. Im modernen Chinesisch nimmt es auch oft die Bedeutung von sowas wie Fake oder Pseudo an. Also Wei Keqiu, das wäre zum Beispiel die Pseudowissenschaft. Bei Schünze ist dieses Wei, das Erarbeitete, genau das Gegenteil von Natur. Es ist das, was nicht von selbst so ist, sondern das, was erst durch Erarbeiten erzeugt wird. Das heißt also, das Überlegen, das Urteilen und das dem Urteil entsprechende Handeln, das ist gar nicht natürlich.
rationale Reflexion und vernünftiges und damit auch moralisches Handeln liegen überhaupt nicht in der Natur des Menschen, sondern das kommt später. Die Natur ist erstmal präreflexiv, amoralisch und alles, was dann an Reflexion und vernünftigem moralischen Handeln hinzukommt, ist eine Überwindung dieser Natur. Auch das Einüben richtiger Verhaltensformen, also das richtige Urteilen, das richtige Handeln und das Training darin, also wir sprechen hier von der konfuzianischen Idee der Kultivierung selbstverständlich, ist etwas, das erarbeitet werden muss für Xunzi. Also damit können wir jetzt als ersten wichtigen Punkt festhalten, Xunzi sieht das Gute bzw. das Moralische nicht in der Natur des Menschen, ganz anders als Mencius, sondern für ihn muss dieses Gute, das Moralische oder die Kultur insgesamt erarbeitet werden gegen die Natur. Die Natur selbst ist nämlich gar nicht gut für Xunzi. Er schreibt dazu, der Mensch ist von Natur aus schlecht. Was an ihm gut ist, ist erarbeitet. Es gehört zur Natur des Menschen, dass er schon egoistisch geboren wird. Ließe man dem freien Lauf, so käme es zu Streit und Raub. Höflichkeit und Bescheidenheit würden verschwinden. Der Mensch kennt von klein auf Neid und Hass. Ließe man dem freien Lauf, so entstünden Grausamkeit und Brutalität, während Loyalität und Verlässlichkeit verschwenden. Von Geburt an besitzt der Mensch alle Arten von Sinnesbegierden. Ließe man ihnen freien Lauf, so käme es zu Unsittlichkeit und Chaos, während Sittlichkeit, Rechtschaffenheit, Kultur und Ordnung zugrunde gingen. Wenn man daher der Natur und den Emotionen der Menschen folgte, wären Kampf und Raub unausbleiblich. Zwietracht und Unordnung kämen auf und die Menschen senken in den Zustand offener Gewalttätigkeit. Der Mensch ist also für Xunzi von Natur aus schlecht. Und an der Stelle müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir ihn nicht missverstehen. Wenn Xunzi sagt, dass der Mensch von Natur aus schlecht ist, meint er nicht, dass er von Natur aus böse ist. Was ist der Unterschied zwischen schlecht und böse? Nun, böse bedeutet das Schlechte tun, aber um des Schlechten willen. Normalerweise tun Menschen das Schlechte nicht um des Schlechten willen, sondern um etwas Guten willen, oder zumindest das, was sie für etwas Gutes halten. Also wenn Menschen etwas Schlechtes tun, dann normalerweise, weil sie etwas eigentlich Gutes erreichen wollen oder das, was sie für gut halten. Also denken Sie an beispielsweise Soldaten, die in einem Krieg kämpfen. Diese Soldaten müssen natürlich kämpfen und töten. Aber sie töten ihre Gegner nicht deshalb, weil sie gern töten wollen oder weil ihnen das Spaß macht. Vielleicht machen manche das auch, der Normalfall sollte es nicht sein. Sondern sie tun es aus einem anderen Grund, beispielsweise um die Freiheit ihrer Heimat zu verteidigen oder um Unterdrückten zu helfen oder. Ob das immer so stimmt, ob die Leute sich das nicht vielleicht nur einreden oder ob das eine Propagandalüge ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber normalerweise glauben Menschen solche Sachen, wenn sie in einem Krieg kämpfen. Das wäre dann zwar etwas Schlechtes tun oder sich etwas Schlechtes zumindest schönreden, aber es wäre nichts Böses. Böses tun heißt dagegen, nichts anderes bezwecken als das Schlechte zu tun, eben weil es schlecht ist. Böse sein heißt auch einfach boshaft sein, das Böse um des Bösen willen tun. Ein interessantes Beispiel dafür aus der Philosophiegeschichte finden Sie, wenn Sie bei Augustinus in seinen Confessiones, seinen Bekenntnissen nachlesen. Da erzählt er nämlich relativ am Anfang eine Geschichte aus seiner Jugend, wie er nämlich mit ein paar Freunden mal als junger Kerl in einen Obstgarten eingebrochen ist und da heimlich ein paar Birnen gestohlen hat. Augustinus stammte aus wohlhabenden römischen Verhältnissen, der hatte es nicht nötig, Essen zu stehlen. Im Gegenteil, der hatte zu Hause sehr viel bessere Birnen als die, die er da in diesem Garten geklaut hat. Und wie er selber sagt, die schmeckten nicht mal gut. Er hatte auch keinen Hunger. Das Einzige, was sie mit den Birnen gemacht haben, ist sie hinterher den Schweinen zum Fraß vorzuwerfen. Diese Episode nimmt Augustinus als Beispiel für ein sündhaftes Verhalten. Und warum? Weil der einzige Grund, diese Birnen zu klauen, für ihn war, dass er etwas Böses tun wollte. Er wollte diese Birnen gar nicht haben. Er brauchte keine Birnen, er hatte keine Lust auf Birnen, aber er wollte einfach was Falsches tun, etwas Verbotenes, etwas Schlechtes tun. Es war einfach nur die Lust an dieser Boshaftigkeit selbst, die ihn dazu getrieben hat, das zu tun. Das ist böses Handeln. Böses Handeln bedeutet Handeln, das kein Ziel jenseits der Boshaftigkeit kennt. Und das ist nicht das, was Xunzi meint. Xunzi sagt nicht, der Mensch ist böse. Xunzi sagt, der Mensch ist schlecht von Natur aus. Wenn er nicht böse ist, sondern schlecht, was heißt das dann? Nun, das heißt, dass der Mensch von Natur aus nach seinem eigenen Vorteil strebt, also egoistisch ist.
Bei diesem Streben nach dem eigenen Vorteil ignorieren dann Menschen eben moralische Erwägungen. Sie neigen von Natur aus dazu, ihre eigenen Bedürfnisse egoistisch befriedigen zu wollen und schaden dabei nun mal irgendwie anderen. Aber nicht, weil sie anderen schaden wollen, sondern weil sie primär an sich und ihre eigenen Bedürfnisse denken und dabei moralische Erwägungen und das Wohl anderer Menschen einfach ignorieren. Lässt man nun dieser egoistischen Natur des Menschen freien Lauf, sagt Chunzi, dann ist das Resultat Chaos. Chaos und Gewalt und Kampf jeder gegen jeden. Also die Natur ist schlecht für Chunzi. Nicht in dem Sinne davon, dass sie moralisch verwerflich ist. Wenn Chunzi sagt, dass der Mensch von Natur aus schlecht ist, meint er nicht, dass der Mensch von Natur aus im moralischen Sinne schlecht ist. Sondern, gemeint ist vielmehr, der Mensch ist von Natur aus amoralisch. Also er steht jenseits moralischer Erwägungen von Gut und Schlecht in seiner Natur. Und aus dieser Amoralität, aus dieser Unkenntnis jedweder moralischer Erwägungen im Naturzustand, daraus resultieren dann schlechte Dinge, wie eben Chaos und Gewalt. Die Natur ist also schlecht, weil sie das Schlechte erzeugt, wenn man sie nicht kontrolliert. Deswegen sind eben auch Moral und Kultur, also alles das, was der Kontrolle des Schlechten in der menschlichen Natur dient, deswegen sind diese Sachen unnatürlich für Chunzi. Und sie müssen gegen die Natur erarbeitet werden. Er schreibt dazu: Die Menschen haben folgende Veranlagung. Wenn sie hungrig sind, wollen sie essen. Wenn sie frieren, wollen sie sich wärmen. Wenn sie abgearbeitet sind, verlangen sie nach Erholung. Das sind natürliche menschliche Regungen. Wenn aber ein Mensch hungrig ist und trotzdem nicht wagt, in Gegenwart von jemand Älterem als Erster zu essen, dann gibt es jemanden, dem er den Vortritt lässt. Und wenn er erschöpft ist und doch nicht wagt, um eine Ruhepause zu bitten, dann deshalb, weil es noch jemanden gibt, für den er zu arbeiten hat. Der Sohn lässt dem Vater den Vortritt, der jüngere Bruder dem Älteren. Der Sohn arbeitet für den Vater, der jüngere Bruder für den Älteren. Solche Verhaltensweisen sind gegen die natürlichen Anlagen und widersprechen den natürlichen Gefühlen. Und doch gibt es Kindespflicht, Sittlichkeit, Rechtschaffenheit, Kultur und Ordnung. Folgt man den natürlichen Anlagen und Regungen, so gibt es aber keine Höflichkeit, denn letztere widerspricht den natürlichen Trieben. So gesehen ist klar, dass der Mensch böse veranlagt ist und was an ihm gut ist, erarbeitet werden muss. Also der Mensch hat natürliche Regungen, aber diese natürlichen Regungen, die ihn zum natürlichen Egoismus hintreiben, die können überwunden werden. Sie sind kein unabwendbares Schicksal. Moral und Kultur sind für Chunzi das Ergebnis dieser Überwindung der menschlichen Natur. Wenn es also Moral und Kultur gibt, dann sind sie nicht das Ergebnis der Natur, wie Mencius behauptet hat, denn die Natur des Menschen produziert nur den Egoismus und produziert nur das Schlechte. Das Gute im Menschen ist nicht natürlich. Es ist ein Produkt bewusster Anstrengung, um die eigene Natur zu überwinden. Ganz analog zu Mencius können wir jetzt allerdings für Chunzi die Frage stellen: Woher kommt denn eigentlich das Gute, wenn der Mensch doch von Natur aus schlecht veranlagt ist? Sie erinnern sich, bei Mencius lautet die Frage, wie kommt es, dass der Mensch, der von Natur aus doch gut ist, das Böse hervorbringt? Und Mencius' Antwort lautet, naja, das liegt an den äußeren Umständen und an der Politik und so weiter. Für Chunzi muss die Frage genau andersrum lauten, woher kommt das Gute, wenn die Natur des Menschen doch schlecht ist? Wie kann ein Wesen, das eigentlich zum Schlechten veranlagt ist, letzten Endes gut werden? Nun, wie funktioniert das? Chunzi sagt, durch Selbstkontrolle. Aber wie kann man diese Selbstkontrolle erzeugen? Wie kann es überhaupt sein, dass jemand, der von Natur aus schlecht ist, die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu kontrollieren und somit die schlechte Natur ins Gute zu verwandeln? Chunzi sagt dazu, jemand mag einwenden, wenn der Mensch schlecht veranlagt ist, wie entstehen dann Sittlichkeit und Rechtschaffenheit? Darauf ist zu antworten, sie entstehen, weil sie von den weisen Menschen erarbeitet werden und nicht einfach aus den angeborenen Anlagen. Wenn ein Töpfer Ton modelliert und daraus ein Gefäß formt, so entsteht es, weil es vom Töpfer erarbeitet wird und nicht einfach aus den angeborenen menschlichen Anlagen. Weise Menschen akkumulierten Nachsinnen und Überlegungen und übten sich im Erarbeiten. Daraus entstanden Sittlichkeit und Rechtschaffenheit, Gesetze und Normen. Das alles ist also entstanden, weil es von weisen Menschen erarbeitet wurde und nicht aus angeborenen Anlagen des Menschen. Moral ist also eine Erfindung,
Fürchünse. Und zwar eine Erfindung der weisen Menschen der Vergangenheit. Er bezieht sich hier natürlich indirekt wieder auf diese mythischen Kaiser der Vorzeit, die vielleicht hier auch einfach nur symbolisch zu verstehen sind als irgendwelche weisen Menschen der Vorzeit, die die Idee gehabt haben, die Moral zu erfinden. Also wer genau die Moral erfunden hat, das lässt Hünse, also das ist für Hünse nicht so ganz zentral. Wichtig ist die Tatsache, dass die Moral eine Erfindung ist, also ein Produkt menschlicher Vorstellungskraft, könnte man sagen. Die Kultur, die Moral sind Produkte menschlichen Denkens. Sie müssen erst erfunden werden. Also im Gegensatz zu Mencius intuitionistischer Philosophie, die sagt, die Moral liegt bereits in der Natur, in den moralischen Gefühlen vor, könnte man jetzt bei Hünse von einem Konventionalismus sprechen. Die Moral liegt nicht in der Natur vor, sondern muss einfach per Konvention erfunden und eingeführt werden. Moral beruht also auf einer Konvention, die gestiftet wurde von diesen weisen Menschen der Vorzeit. Und warum haben die das gemacht? Warum haben die Weisen der Vorzeit sich eigentlich die Moral ausgedacht? Für Hünse hat das ganz einfach pragmatische Gründe. Dazu schreibt er: Von wo ist die Etikette, also das Li, entsprungen? Ich sage, von Geburt aus hat der Mensch Begierden. Verlangt ihm nach etwas und er bekommt es nicht, dann kommt er nicht umhin, danach zu streben. Kennt er dabei weder Maß noch Grenze, dann kommt es unweigerlich zu Streit. Streit führt zu Chaos, Chaos zu Elend. Den frühen Königen war dieses Chaos verhasst. Deshalb richteten sie Etikette und Gerechtigkeit ein, um zwischen den Menschen eine Rollenteilung zu erreichen, um ihren Verlangen entgegenzukommen und ihre Nachfrage zu befriedigen. So sorgten sie dafür, dass weder die Wünsche eine Grenze an der Knappheit der Güter fanden, noch die Güter durch die Wünsche aufgebraucht wurden, sondern beide miteinander wachsen konnten. Dies ist der Ursprung der Etikette. Die Moral ist also für Hünse nichts anderes als ein pragmatisch sinnvolles Instrument, um das gelingende Zusammenleben der Menschen sicherzustellen. Die Bedürfnisse, die wir Menschen von Natur aus haben, sind eigentlich erstmal unkontrolliert und unbegrenzt. Wir haben Bedürfnisse und lassen diesen Bedürfnissen freien Lauf und diese Bedürfnisse kennen auch kein Maß, sind also niemals endgültig zu befriedigen. Aber dann geraten solche Bedürfnisse natürlich notwendigerweise mit den Bedürfnissen anderer Menschen in Konflikt. Also die Anzahl der Kühe auf der Weide mag begrenzt sein, aber das Bedürfnis von mir und meinen Mitmenschen Steaks zu essen hat keine Grenze. Deswegen gibt es, sagen wir mal, technische Probleme, diese Bedürfnisse alle zu befriedigen. In einer Welt, in der die Ressourcen knapp sind, kann es gar nicht möglich sein, dass alle Bedürfnisse aller Wesen gleichermaßen befriedigt werden. Und mit dieser Situation muss man irgendwie umgehen, wenn man nicht will, dass das Ganze im Chaos endet. Also erfinden die Weisen der Vorzeit die Moral, um eben eine Balance herzustellen zwischen den knappen Ressourcen und den Bedürfnissen der Menschen. Indem sie die Moral erfinden, sorgen sie dafür, dass Ressourcen und Bedürfnisse einander angepasst werden und vermeiden, dass das Chaos, das sonst resultieren würde. Für Hünse ist also die Moral einfach nur eine pure Notwendigkeit des Überlebens. Er sagt, wenn die Menschen zusammenleben wollen, so müssen sie eine gesellschaftliche Organisation aufbauen. Wenn sie dabei aber keine sozialen Abstufungen einrichten, so gibt es Streit, aus dem Unordnung und Zersplitterung hervorgehen. Kommt es aber zu Zersplitterung, so sind die Menschen geschwächt und können nicht mehr über andere Lebewesen herrschen und keine Paläste und Häuser mehr bauen. Daraus geht hervor, die Menschen können ohne Ritual und Rechtlichkeit gar nicht existieren. Also, soziale Beziehungen, soziale Strukturen, entsprechendes moralisches Verhalten, also das ganze konfuzianische Paket der Moral und Etikette und Kultur, das dient dazu, Kooperation zwischen Menschen zu ermöglichen. Und Kooperation zwischen Menschen sichert das Überleben des Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft. Diese pragmatische Herangehensweise spiegelt aber auch bei Hünse zugleich die konfuzianische Betonung des Individuums wider. Der Einzelne muss an sich arbeiten, der Einzelne muss sich selbst kultivieren, muss moralisch werden, die eigene Natur überwinden, wie das auch schon Konfuzius gesagt hat, um gesellschaftliche Organisation, um der Gesellschaft und dem Staat zu dienen. Ausgangspunkt für die Ordnung der Welt und für das harmonische Zusammenleben mit anderen ist, ganz genau wie Konfuzius es auch schon gesagt hat, die moralische Kultivierung des Einzelnen. Also in dieser Hinsicht erweist sich Hünse trotz aller Abweichungen von Mencius doch als ein originärer Konfuzianer. Hünse
bleibt ebenso wie Konfuzius und Mencius Konfuzianer in Bezug auf die Bedeutung von Erziehung und Kultivierung. Der Unterschied zu Mencius liegt jetzt allerdings darin, dass für Mencius die Kultur eine Entfaltung der menschlichen Natur ist. Für Xunzi hingegen ist sie eine Verformung. Aber beide stimmen in dem Punkt ein, dass der Mensch nicht bei der Natur stehen bleiben darf, sondern dass diese Natur durch Erziehung und Bildung und Kultivierung geformt werden muss. Der Unterschied ist, Mencius sagt, diese Formung und Kultivierung bedeutet, das, was immer schon da ist, weiterzuentwickeln. Xunzi sagt, diese Kultivierung und Verformung bedeutet, etwas anderes aus dem zu machen, was immer schon da ist. Interessant ist dieser Gegensatz in der folgenden Metapher ausgedrückt. Xunzi schreibt da, wenn die Natur gut ist, dann kann man den genialen Königen den Laufpass geben und Etikette und Gerechtigkeit einmotten. Ist sie aber schlecht, dann gilt es, sich an den genialen Königen zu orientieren und Etikette und Gerechtigkeit hochzuschätzen. So entstand die Biegemaschine für das krumme Holz und Schnur und Tusche kamen auf für das Ungerade. Und die Errichtung einer Obrigkeit sowie die Manifestierung von Etikette und Gerechtigkeit geschahen, weil die angeborene Natur schlecht ist. Die Biegemaschine für das krumme Holz, also die Kultur und die Moral, das ist für Xunzi genau so, wie eine Biegemaschine gebraucht wird, um krummes Holz gerade zu machen. In diesen beiden Metaphern, die Mencius und Xunzi verwenden, die Keime versus die Biegemaschine, da drücken sich die unterschiedlichen Standpunkte der beiden, denke ich, am klarsten aus. Mencius spricht von den Keimen. Diese Keime, das legt nahe, dass sie gehegt und gepflegt werden müssen. Und wenn man sie hegt und pflegt und sich um sie kümmert, dann wachsen sie zu dem heran, was immer schon in ihnen gesteckt hat. Wie eben Pflanzensamen, die in die Erde gesteckt und versorgt werden. Xunzi hingegen spricht von der Biegemaschine. Die Biegemaschine, die macht das, was eigentlich krumm und unbrauchbar ist, durch Einsatz von Kraft und Energie und Gewalt zu etwas anderem. Sie macht dieses krumme Holz zu etwas anderem, als es von Natur aus ist, aber zu etwas, das dann eben brauchbar ist, im Gegensatz zum krummen Stück, das es von Natur aus gewesen ist. Moral, können wir jetzt festhalten, ist also für Xunzi ein Produkt der Vernunft. Anders als für Mencius. Mencius sagt ja, die Moral entstammt den Gefühlen. Xunzi sagt, nee, die Gefühle sind unmoralisch oder amoralisch von Natur aus. Erst die rationale Erwägung und Reflexion dieser Gefühle führt überhaupt die Moral ein. Ein interessantes Problem an der Stelle ist jetzt natürlich die Frage, wie konnten die weisen Könige der Vorzeit das eigentlich machen? Wie konnten sie die Moral erfinden, wenn sie doch selbst von Natur aus schlecht sind und egoistisch? Das Gute, müsste das nicht in irgendeiner Weise schon in der Natur des Menschen drinstecken, damit überhaupt die Idee aufkommen kann, diese schlechte Natur zum Guten hin zu verändern? Eigentlich sieht es doch so aus, als müsste Xunzi implizit ein Potenzial zum Guten in der menschlichen Natur anerkennen. Er sagt nichts darüber und er beantwortet diese Frage selbst tatsächlich nicht. Also im Grunde stehen wir ganz ähnlich wie bei Mencius immer noch vor dem Rätsel, woher kommt das Gute in der menschlichen Natur? Ein anderer interessanter Aspekt in Xunzis Philosophie, auf den ich jetzt auch noch kurz eingehen möchte, das ist seine Haltung zur Religion bzw. seine Haltung zu den Ritualen. Wir hatten schon bei Konfuzius gesehen, dass die konfuzianische Haltung zur Religion, sagen wir mal, agnostisch ist. Konfuzius sagt, wir fokussieren uns eher auf die Fragen des diesseitigen Lebens, was nach dem Tod ist, was mit Göttern und Geistern ist, das ist für uns hier in diesem jetzigen Dasein nicht relevant. Die Fragen, die uns betreffen, sind die Fragen des Diesseits, die Fragen des Jenseits, die können wir auf irgendwann später verschieben. Entsprechend hat Konfuzius dann gesagt, Rituale dienen eigentlich keinem religiösen Zweck, sondern sie sind eine Form der ethischen Kultivierung. Xunzi verschärft nun diese Haltung noch weiter. An einer sehr interessanten Stelle sagt er über Rituale, wenn man um Regen betet und es dann regnet, was bedeutet das? Ich sage nichts, genau wie wenn man nicht um Regen betet und es dann regnet. Wenn Sonne und Mond sich verfinstern, rettet man sie. Wenn der Himmel Trockenheit schickt, betet man um Regen. Man befragt Orakel, bevor man eine wichtige Entscheidung trifft. Aber dies tut man nicht, weil man glaubt, so zu bekommen, was man sich wünscht, sondern um den Dingen eine kultivierte Form zu geben. Daher denken die Edlen, dass es eine Form der Kultur ist. Und die einfachen Leute denken, dass es um übernatürliche Kräfte geht. Gut, wenn man denkt, dass es eine Form der Kultur ist. Schlecht, wenn man denkt, dass es um übernatürliche Kräfte geht.
Hünse ist also etwas, was wir heutzutage als einen Naturalisten bezeichnen würden. Er lehnt den Glauben an das Übernatürliche ganz eindeutig ab. Also er sagt hier an dieser Stelle unmissverständlich, Geister und Götter sind nicht real. Rituale, so wie die Regenzeremonie oder dieses Rettungsritual bei der Sonnenfinsternis, bewirken nichts. Es ist vollkommen egal, wenn man rein kausal denkt, ob dieses Ritual durchgeführt wird oder nicht. Es macht keinerlei Unterschied. Wer glaubt, dass eine Regenzeremonie tatsächlich Regen erzeugt, der ist ein Dummkopf. Das stellt Xunzi hier im dritten vorchristlichen Jahrhundert ganz unmissverständlich klar und das scheint auch in dieser Zeit unter chinesischen Intellektuellen eine relativ weit verbreitete Position gewesen zu sein, die man nicht hier in irgendeiner Weise großartig rechtfertigen musste, die nicht Gefahr läuft, massiv kritisiert zu werden. Also diese Haltung, dass religiöse Überzeugungen de facto eigentlich alle falsch sind, die ist für Xunzi so eine Art Selbstverständlichkeit, die hier nur nochmal explizit erwähnt wird. Trotzdem aber, sagt Xunzi, Rituale sind nicht überflüssig. Die Rituale erfüllen trotzdem, auch wenn sie eigentlich keinen metaphysischen Hintergrund haben, eine wichtige Funktion. Nämlich, er sagt, sie sind eine Form des kultivierten Ausdrucks. Was soll das jetzt heißen? Nun, das soll heißen, dass in Ritualen die natürlichen Emotionen und Anlage oder Ausdrucksformen dieser Emotionen, dass in den Ritualen diese natürlichen Emotionen in eine zivilisierte oder eine kultivierte Form gebracht werden können. Das Beispiel, an dem Xunzi selbst das immer wieder erläutert, sind Begräbnisrituale. Begräbnisrituale sind für ihn ein natürlicher Ausdruck der Trauer, die mit dem Tod eines geliebten Menschen einhergeht. In diesen Ritualen drückt sich die spontane, intuitive und natürliche Emotion der Trauer in einer kultivierten und geordneten Form aus. Diese Kultivierung und Ordnung der Emotionen dient dazu, die Emotionen nicht ausufern zu lassen. Also sie soll verhindern, dass Menschen von Trauer zerfressen werden, dass die Trauer sie daran hindert, ihr Leben weiterzuführen. Sie soll ihnen einen Weg geben, mit dieser Trauer sinnvoll umzugehen und das Leben trotz der Trauer weiterführen zu können. Trauer ist eine Emotion, die sich in einer solchen Situation, wenn ein geliebter Mensch stirbt, natürlich in irgendeiner Weise einstellt, die sich manifestieren muss, die auch ausgelebt werden muss, diese Emotion. Und das Ritual ist für Xunzi nun der angemessene Weg, dieser Trauer Ausdruck zu verleihen. Selbst wenn man nicht daran glaubt, was man vernünftigerweise tun sollte, dass der Tote noch irgendwie weiterlebt nach dem Begräbnisritual. Rituale dienen für Xunzi aber nicht nur dazu, bereits vorhandene Emotionen zu formen oder zu kultivieren, also einen kultivierten Ausdruck zu schaffen für bestimmte Emotionen, die ich bereits habe, sondern diese Rituale sind auch wichtig, um bestimmte, sagen wir mal, moralische Denk- und Handlungsweisen einzuüben und innerlich zu verfestigen. Ein simples Beispiel ist Bitte sagen oder jemanden um etwas bitten, was wir als eine Art säkulares Ritual verstehen könnten. Wenn ich nämlich Bitte sage zu jemand anderem, wenn ich jemanden um etwas bitte, dann mache ich mich zum Bittsteller. Das bedeutet, ich stelle es dem anderen frei, ob er meiner Bitte entsprechen möchte oder nicht. Wenn der andere mir meine Bitte erfüllt, dann tut er das aus freien Stücken, weil er mir einen Gefallen erweisen möchte und nicht, weil ich ihn dazu gezwungen habe. Faktisch ist das natürlich in den allermeisten Fällen eine Situation. Also wenn ich Ihnen sage, bitte reichen Sie nächste Woche Ihre Essays ein, dann ist das ja eigentlich keine Bitte. Ich stelle Ihnen nicht frei, ob Sie diese Bitte erfüllen wollen oder nicht. Und wenn Sie Ihre Essays dann einreichen, betrachte ich das auch nicht als eine Art Gefallen Ihrerseits, den Sie mir erweisen. Sie haben nicht die Freiheit, sich so oder so zu entscheiden, auch wenn ich Bitte sage. Wir tun nur so, als wäre es so. Indem ich dieses Wort Bitte gebrauche, kreiere ich eine Illusion, die wir beide teilen. Nämlich die Illusion, dass sie die Freiheit hätten, sich zu entscheiden, ob sie den Essay abgeben wollen oder nicht. Und gerade in diesem so tun als ob, obwohl es eigentlich nicht so ist, darin besteht kultiviertes Verhalten. Denn was wäre, wenn jemand einfach darauf verzichtet, Bitte zu sagen, weil er sagt, naja, die anderen haben sowieso nicht die Freiheit, diese Bitte abzulehnen, also kann ich auch gleich befehlen. Es ist etwas vollkommen anderes, wenn ich sage, bitte reichen Sie Ihre Essays ein, als wenn ich sage, Sie reichen jetzt Ihre Essays ein. Worin liegt da eigentlich der Unterschied? Faktisch gibt es keinen Unterschied, Sie müssen in beiden Fällen Ihren Essay einreichen. Der Unterschied, würde ich Xunzi jetzt sagen, der liegt in der kultivierten Form. Diese kultivierte Form
besteht eben gerade darin, die Fiktion aufrechtzuerhalten, indem ich dieses eigentlich fiktive Spiel des Bittesagens und Bittstellerseins und so weiter mitspiele, verhalte ich mich kultiviert. Gleichzeitig übe ich mich dadurch darin, kultiviert zu sein. Ich übe zum Beispiel, anderen Respekt zu erweisen. Ich übe diese Tugend des Respekts, indem ich so tue, als wäre ich ein Bittsteller. Warum? Naja, wenn ich so tue, als wäre ich ein Bittsteller, dann bitte ich den anderen um etwas, auch wenn ich eigentlich nicht muss. Und gerade dadurch erweise ich dem anderen Respekt, dadurch, dass ich so tue, als wäre es dieser anderen Person freigestellt. Sie würden es wahrscheinlich als respektlos empfinden, wenn man ihnen eine Bitte in Form eines Befehls an den Kopf werfen würde, auch wenn faktisch gesehen kein Unterschied besteht zwischen den realen Ergebnissen. Schünze, könnte man also sagen, vertritt eine funktionalistische Theorie des Rituals und greift damit über 2000 Jahre vorher auf Ideen auf, die 2000 Jahre später erst in der westlichen Philosophie, in der Religionswissenschaft als funktionalistische oder psychologische Theorie des Rituals aufgekommen sind, bei Leuten wie Malinowski beispielsweise. Also nicht der scheinbare metaphysische Hintergrund oder so eine quasi kausale oder quasi magische Wirksamkeit des Rituals sind das Wesen von Ritualen, sondern das Wesen des Rituals besteht in der ethischen Kultivierung, darin einen kultivierten Ausdruck für Emotionen zu finden und darin die eigene innere Haltung moralisch zu kultivieren. Schünze erweist sich also in dieser Hinsicht als geradezu prophetisch, indem er 2000 Jahre früher als die westliche Philosophie einen Weg aufweist, wie Religion sinnvoll sein kann, auch wenn man nicht mehr an ihre metaphysische Wahrheit glauben möchte.